Welcome to Zanzibar! Afrika! Shilingi tano mama! Shilingi ya kwanza ni shilingi ya Zanzibar jambiani! Welcome, so let's wunderbar, let's go to Peter Shan, sister from another mother. Welcome to Jambiani. So, ich stehe hier mitten im Watt. Es ist Ebbe, jetzt seit einer halben Stunde ist der Tiefstand erreicht. Jetzt kommt die Flut sozusagen und hier hinter mir sind die Frauen, die ernten oder arbeiten in ihren Seegrasfeldern. Aber es ist richtig eklig, hier lang zu laufen, denn ab und an ist man richtig im Matsch versunken und das sind auch Tiere im Wasser hier. Ich weiß noch nicht, ob ich weitergehe und hier hinter mir ist so ein bisschen tiefer schon und da sind viele Seeigel. Dort seht ihr die. Ich bin angekommen und hier seht ihr, hier sind immer so Stöcker im Wasser und dazwischen ist eine Schnur gespannt und dort wächst dann das Seegras, das hier für verschiedene Produkte verwendet wird. Ach, es ist einfach nur schön, hier mal ein bisschen am Strand zu liegen und zu entspannen. Jetzt kommt die Flut gerade und ich denke gegen 14 Uhr, also in einer Stunde ist Höchststand und dann ist wieder abnehmend. Mein Plan ist es, nachher nach Paje zu gehen, da soll mehr los sein als hier in Jambiani. Ja, das werde ich machen. Ich will am Strand hingehen. Das sind 7,5 Kilometer. Und dann mit dem Tuk-Tuk, wenn es dunkel ist, zurückkommen. So sieht es übrigens hier hinter mir aus. Ist mein Bungalow. Ja, und vor mir sieht so aus. Kann man mal machen, oder? Und hier laufen andauernd irgendwelche Beachboys lang, die einem was verkaufen wollen, oder also man kann Cashewnuts kaufen oder irgendwelche Kleidungsstücke, Tücher oder Massage, also verschiedene Sachen. So, ich mache mich jetzt auf den Weg nach Paje. Das sind 7,8 Kilometer ungefähr. Mal sehen, wie lange ich brauche, wenn ich keine Lust mehr habe. Dann gehe ich einfach zur Straße, zur Main Street und fahre mit dem Dalla-Dalla weiter. Aber ich habe ja Zeit. Da soll viel mehr los sein. Dann kann ich auch abends was essen. Und ja, mal schauen. Also, folgt mir. Ich drehe mal um die Kamera, dann könnt ihr anschauen, wie schön es hier aussieht. So schön. Und vor allem so hell, ohne Sonnenbrille kann man hier gar nicht laufen. Yeah.
schön, hier ist kein Mensch. Und da hinten war gerade ein Schaukel. Da habe ich ein bisschen geschaukelt. Zu schön hier. Man kann schon die ganzen Kitesurfer sehen. Welcome to Page! Tage waren richtig faul gewesen, darum habe ich auch nicht so viel gefilmt. Heute ist der letzte Tag hier in Giambiani. Morgen werde ich zurück nach Deutschland fliegen. Dazu hatte ich gestern schon den Corona-Test gemacht im Nachbarort Makunduchi. Wir sind mit dem Daladala dorthin gefahren und das hat alles prima geklappt. Ich hatte mich vorher angemeldet und auch die $80 bezahlt. Und mit dem Pass haben die mich dann registriert. Das hat ungefähr alles 2-3 Stunden gedauert. Ja, und jetzt ist hier Ebbe, wie ihr seht. Und ich mache jetzt eine kleine Strandwanderung, weil ich nicht mehr liegen kann. Und dort hinten arbeiten die Locals wieder an ihren Seegrasfeldern. Wer mir auf Instagram folgt, der hat die letzten Tage miterleben können. Wir waren gestern Abend schön essen in Page auf einem Rooftop. Heute machen wir uns einen gemütlichen Abend im Rooftop und schaut euch mal den Sonnenuntergang hier an. So mit Reggae-Musik, so wie man sich das vorstellt. Leider kam kein Daladala, so haben wir einen Jeep-Fahrer gefragt, ob wir hinten auf der Plattform mitfahren können. Das hat super geklappt, er wollte nicht mal Geld dafür haben. Auf dem Rückweg kam wieder Ewigkeiten kein Daladala, dann hielt auch ein anderer Local an mit einem guten Auto und wir haben uns zu viert dann die Sitzbank geteilt hinten. Das hat auch prima geklappt, also man kann sich hier fortbewegen ohne irgendwelchen großen Aufwand. Hier sind wieder die Seegrasfelder der Locals zu sehen und ja, sie lassen das Seegras hier wachsen auf ihren Feldern und dann werden daraus Körbe und Schüsseln, Hüte und verschiedene Sachen, manchmal sogar Teppiche gefertigt. Er hat hier Feuer und nutzt es, um das Boot ein bisschen zu versiegeln.
So, jetzt bin ich richtig weit im Süden angekommen. Und jetzt muss ich aber auf die Gezeiten achten. Denn wenn die Flut kommt, dann komme ich hier nicht mehr zurück. Ihr seht, bis wo das Wasser immer geht. Und das ist dann schon richtig gefährlich, wenn die Wellen daran peitschen. Kennt ihr das, wenn ihr am Strand entlang lauft und immer noch um die nächste Ecke schauen wollt? Ich komme wirklich von da ganz hinten her. Und ich will aber immer um die nächste Ecke schauen. Also mein Weg führt eigentlich dahin. Und da ist noch eine Ecke und noch eine Ecke und noch eine Ecke. Und ich will immer um die nächste Ecke schauen. Und so komme ich immer weiter weg. Hier hinter mir wird ein Steg gebaut. Das geht natürlich nur bei Ebbe. So können die nicht die ganze Zeit bauen, sondern müssen immer die Ebbe abwarten. Und das geht von hier oben. Da ist ein Hotel. Und die Gäste können ja bei Ebbe nicht den Felsen runterspringen. Also bauen die einen Steg und die können hier ganz entspannt ins Wasser laufen dann. Ich habe beschlossen, jetzt zurückzugehen, weil ich laufe jetzt 3 Stunden in etwa. Ebbe ist am niedrigsten, die Flut kommt zurück. Und bis da hinten um die Ecke, da wäre noch ein schöner Spot, habe ich gerade auf der Karte gegoogelt. Aber das ist mir jetzt doch zu riskant, da jetzt noch hinzugehen. Aber ihr seht, es gibt kein freies Stück Plätzchen am Strand mehr. Hier überall sind hier Hotels, auch hier oben. Nicht nur im Ort, auch weit außerhalb. Ich möchte jetzt nicht weit außerhalb hier wohnen. Ich habe wieder Gesellschaft. Die rennen hinter mir her und fragen, wo ich herkomme. Und wenn ich keine Lust habe auf Smalltalk, dann sage ich immer aus China. Und dann kommen sie erst recht und wollen mit mir sprechen, weil sie sehen, dass ich nicht aus China komme. Mir ist echt heiß heute und ich will jetzt versuchen, da hinten das Ende vom Meer zu erreichen. Ist wieder einer hinter mir, mal gucken, da. Der hat schon gerufen. Mal sehen, was er will. Fine, thanks. Yes. Ja. Yeah. Yes. Yeah, peace and love. Where to come from? Germany. Oh, alles wunderbar. Ja. Yeah. Alles gut. Alles gut. Alle bitte schön, so willkommen in Zanzibar in Jambiani. Wie heißt du? Jana. Jana? Ja. Oh, you are like the same friend of my friend I have. She's name of Jana. She stay in Hamburg. Ah, ja, yeah, okay. Yeah. Okay, welcome. So alles wunderbar, alles gut, bitte schön. Sister from another mother. Hier bis zur Wassergrenze gelaufen. Schaut mal, wie schön es hinter mir aussieht. Und so weit bin ich weg vom Festland. Ich muss jetzt halt gucken, dass ich schnell genug zurück bin. Weiß nicht, wie schnell das Wasser ist. Wow. Und da hinten sind die Kiter. Und ich kann jetzt auch baden gehen und will jetzt versuchen, hier hinten lang zurück zum Hotel zu gehen.